Willkommen zum Frequent Traveler TV, 1. Dezember. Ihr wisst das ja wie immer, Meilen-Highlights gibt es natürlich am ersten Tag des Monats für euch frisch gepresst ab 7 Uhr auf diesem Kanal. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke anzumachen, Like dazulassen, uns zu supporten, eine Kanalmitgliedschaft, damit ihr auch die Nachrichten bekommt, die ihr haben wollt und vor allem auch uns unterstützt. Danke dafür. In der Weihnachtszeit kann man das ja mal machen. Man kann ja auch mal schöne Sachen unterstützen. Und so ist es auch bei Lufthansa Miles & More Meilen Highlights. Und zwar gibt es ein attraktives Angebotsportfolio, wie immer jeden Monat. Diesen Monat Bundle Go by Points in verschiedensten Größen. Größe S, M und L mit 30% zusätzlichen Prämienmeilen. Wer von euch bei Booking.com bucht oder bei Sixt, bei Hotels, Cars & Points, H-Hotels, kann 15 oder 30% mehr, also dazwischen sogar, Prämienmeilen bekommen oder bis zu fünffache Prämienmeilen oder 1000 Prämienmeilen einfach on top. Wer Shopping begeistert ist, wer Shopping mag, kann natürlich auch im Lufthansa World Shop auf seine Kosten kommen oder aber auch profitieren von vielen Meilen Highlights. Das Jahr kommt dem Ende näher, deshalb lasst uns direkt starten mit den Meilen Highlights. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wie immer an dieser Stelle nochmal der Hinweis, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, aber abonniert den Kanal vielleicht auch, kommentiert. Ach, ist aber Kanalmitgliedschaft. So, das erste Angebot ist Bundle and Go by Points. 30% zusätzliche Prämienmeilen zum Start des Angebots sammeln und zwar in den verschiedensten Größen. Ihr könnt pro Kalenderjahr bis zu 250.000 Prämienmeilen extra sammeln und bis zum Januar gibt es diese Kennenlernangebote, die euch wirklich 30% mehr geben. Paket S, 13.000 Meilen inklusive Willkommensbonus. Regulär sind es nur 10.000. Paket M sind 50.000 regulär, hier gibt es 65.000 oder das größte Paket L mit 130.000 anstatt 100.000 Punkten. Zusätzlich dürft ihr euch auch freuen, weil es einmalige Bonuszahlungen von Meilen gibt bei Hotels, Cars and Points sowie über Vorteile in den nächsten 5 Anmietungen bei Avis, Nachlass auf Priority Pass, Aktionszeitraum 12. bis 31.01. Also ab heute den ganzen Monat nur für euch. Mein Schnäppchen kommen später, am Ende. Ja, ganz genau, ich bin gemein. Es gibt Top-Angebote von Booking.com. Dort könnt ihr pro Euro viele Meilen sammeln, und zwar 3 Stück, sowie bis zu 15% Rabatte genießen. Meistens nur Teilnehmer bekommen halt wirklich diese Vorteile, wenn sie über Booking.com buchen, mit über 28 Millionen Angeboten in über 150.000 Destinationen weltweit, eine Übersicht zu den besten verfügbaren Tarifen sowie ein verbindliches Preisversprechen mit sofortiger Buchung. Also wer nicht bei Booking.com bucht, bei den Punkten, ist dumm. Ich selber buche bei Booking auch meistens, wenn ich bei Hotels zum Beispiel nicht sammeln möchte. Ganz wichtiger Hinweis, ihr kriegt da keine Meilen, keine Punkte, keine Statusvorteile. Wenn ihr bei Booking.com mal Meilen bucht, wer ein paar Mal pro Jahr übernachtet, sollte das tun, bei Booking oder sowas zu buchen. Warum? Weil den Status, den kriegt er eh nicht und damit kriegt er so einen kleinen Kickback. Buchungszeitraum 1.12. bis zum 31.12. Reisezeitraum ist unbegrenzt. 15% Rabatt gibt es aber nur im Zeitraum vom 1.12. bis zum 3. Januar 2023. Ja, das Jahr geht schon schnell zu Ende. Dann könnt ihr natürlich auch bei den Shoppingpartnern mehrfache Meilen sammeln. Bis zu 40-fache Prämienmeilen, zum Beispiel mit dem ersten Partner NordVPN. Wer kein VPN hat, der hat einfach was verpennt. Warum VPN? Ich habe da keinen Vorteil, wenn ich euch das verkaufe. Ich verkaufe sowas ja nicht. Ich selber habe auch ein VPN, allerdings nicht beim NordVPN. Warum? Ganz einfach, da kann ich amerikanische Serien sehen. Oder wenn ihr bei Netflix irgendwas sehen wollt, was in eurem Land aber nicht ist, aber in einem anderen Land, ihr versteht den Hinweis. 10-fache Meilen, Kadus, Christ, Teufel, Valmano, Sunglass Hat, Fotokasten und auch My Photobook.
wer 800 Meilen abgreifen möchte, Microsoft, Schleich und Logitech, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich bin näher an der richtigen Aussprache dran. Bis zum 1.12. könnt ihr euch da überlegen, nee, Quatsch, anfangen zu überlegen. 31.12. müsst ihr machen, 1.12. ist ja heute. Unglaublich. Also eigentlich heute, ihr wisst ja, dass ich ja vorher aufnehme. Dann Hotel Carsten Pauls, 30% mehr Meilen für Hotel- und Mietwagenbuchen sammeln. Und zwar, wer im Dezember ein Hotel oder einen Mietwagen bei Hotels Carsten Points bei Points bucht, erhält zusätzlich zu den immer mindestens 1.000 Prämienmeilen pro Nacht im Hotel oder mindestens 250 Prämienmeilen pro Tag für einen Mietwagen 30% mehr Meilen auf ausgewählte Hotels und Mietwagen. Buchungszeitraum 1.12., 31.12. Warum müssen solche Bedingungstexte immer so merkwürdig und schwierig sein? Wer wie ich auch in den USA war und dort mehrfache Meilen abgreifen will, kann das ab sofort auch tun. Teilnehmer, die im Dezember einen Mietwagen bei Sixt buchen, erhalten nicht nur 500 Prämienmeilen, sondern zusätzlich fünffache Prämienmeilen für Anmietungen in den USA und zwar für Kurzzeit bis zu. Das Angebot ist in den USA und wie ihr an der Fahne gesehen habt, auch in Kanada bei den Freunden des Ahornblattes möglich, und zwar 1 bis 2 Miettage geben 1.000 Prämienmeilen, 3 bis 5 geben 1.500, 6 bis 9 Tage Mietdauer 2.000 und wer von 10 bis 27 Tagen Mietdauer bucht 2.500. 28 Tage ist Langzeitmiete. Da gibt es auch bessere Preise. Statusmatch gibt es übrigens auch. Als Horn Circle zum Beispiel gibt es die Diamond-Karte bei Sixt. Schaut nach, wenn ihr Senator seid oder was auch immer, dass ihr dort kostenfrei Statuskunde werden könnt. Als Miles & More Teilnehmer sowieso und zahlreiche Vorteile profitieren könnt. Angebot 1.12. bis 31. H-Hotels. 1.000 Prämienmeilen pro Nacht sammeln, wenn ihr in einem Hotel der H-Hotels übernachtet. Und die fangen natürlich alle mit H an. Hyperion, H4-Hotels, H2-Hotels, H-Plus-Hotels gibt es in über 40 Destinationen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn. Und alle teilnehmenden H-Hotels geben euch 1.000 Prämien Meilen pro Nacht. Buchungszeitraum ist natürlich der 1.12. bis zum 31. Januar 2023. Damit seht ihr 2 Monate anstatt 1 Monat. Also immer beim Buchungszeitraum drauf aufpassen. Wo ihr auch drauf aufpassen müsst, ist auf das neue exklusive Lufthansa Aluminium Collection Reiseset. Wer von euch gestern, ach, wenn man aufnimmt für den Tag danach, ne? Oder darüber, oder ach, verwirrend die ganzen Daten. Aber ihr wisst ja, wenn ihr am 30. November beim Stammtisch in Berlin zum Beispiel wart, dann habt ihr den Rimowa-Koffer bei mir nämlich nicht gesehen, weil ich nämlich den neuen Koffer aus der Lufthansa Aluminium Collection bei mir trage. Und zwar gibt es bei dem Koffer im Moment, wenn ihr den kauft, ein Aluminium-Amenity-Kit dazu. Und das ist doch ein geiler Scheiß, oder? Diese Lufthansa Aluminium Collection Reiseset besteht aus diesem Aluminium-Koffer-Amenity-Kit und dem Trolley, den Bord-Trolley, den gibt es ab dem 29.11. exklusiv in den Lufthansa Worldshop Stores und ab dem 3. Januar 2023 auf dem Worldshop EU. Ja, ganz wichtig. Und ich habe auch schon Leute gehabt, die mir erzählt haben von dem Amenity-Kit-Koffer. Vielleicht bekomme ich ja einen hier. Viele Grüße an Lufthansa Miles & More. Schicken mir, dann mache ich auch einen kleinen Review drüber. Langlebiges Material ist natürlich so, die Verarbeitungsqualität hat mich auch überzeugt, das wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es ein intelligentes Design hat und vor allem ganz, ganz wichtig, der Koffer hat ein charakteristisches Durchhaltevermögen, weil er von der Crew für euch entwickelt worden ist, beziehungsweise mitgeholfen worden ist, den zu optimieren. Kann ich bestätigen. Geiler Teil, geiles Teil, rollt sehr geil, schaut euch mein Video dazu an. Was ihr auch machen solltet, in der Weihnachtszeit gibt es ja Adventskalender im Dezember, dürfen sich natürlich die Miles & More Teilnehmer darüber freuen, dass es 24 Türchen gibt. Schaut immer nach, was es gibt bei dem Kalender jeden Tag. Ein paar Meilen hier, ein paar Geschenke da. Ist auch immer wieder schön, wenn man viel Liebe bekommt. Wer nicht weiß, wenn er Liebe geben soll, kann auch Geschenktipps sich abholen bei sogenannten Wunscherfüllern. Ob man Weltenbummler, Genießer oder Heimwerker ist, wer auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für die Lieben ist, was soll ich sagen, Liebsten? Lieben oder Liebsten? Nee, wir schicken allen was, auch den Lieben und den Liebsten, kann sich eine persönliche Empfehlung und Geschichten der Lufthansa Workshop Mitarbeiter als Inspiration geben lassen. Ja, ganz genau. Schaut auf die Shopseite. Da gibt es
dann die Inspiration, was ihr verschenken könntet. Und als letztes, nein, als vorletztes natürlich, warum, weil es kommen doch noch die Meilenschnäppchen. Ist es so, neben dem Christmas Special Sortiment bietet Lufthansa Workshop weitere exklusive Markenhighlights und besondere Aktionen im Dezember. Reinschauen lohnt sich, weil natürlich immer Aktionen auch zwischendrin einfach starten und auch nicht alles von mir gesagt wird, weil ich nicht mal alles gesagt kriege im Voraus, damit ihr auch Überraschungen habt, damit es eine Art, wie sagt man so schön im Englischen, Surprise gibt. Jetzt gibt es aber den Surprise der Meilen-Schnäppchen. Lasst uns in der Economy Class anfangen. Reisezeitraum ist bei diesen ganzen Buchungen bei der Kurzstrecke immer 15. Januar bis zum 28.02. Bei der Langstrecke 15.3. ist es und dann der Rückflug bis zum 30. April. Alles nächstes Jahr. Buchungszeitraum ist aber bei allen Kurz- und Langstrecken gleich, nämlich der 1. Dezember bis zum 31. Dezember 2022. Ihr müsst dieses Jahr noch buchen, um das zu bekommen. Und jetzt sagt ihr, hey, jetzt komm endlich. Was ist es? Hamburg. 15.000 Prämienmeilen. Budapest, Barcelona. 15.000 Prämienmeilen. Denkt dran, es gibt eine Zuzahlung für alle Tickets. Seattle, Montreal. Auch Economy Class. 30.000 Prämienmeilen. Geil, oder? Ich finde es cool. Wer jetzt sagt, 40.000 und ich kriege Premium Economy nach Montreal. Und Seattle, euer Wunsch wurde erfüllt, weil es nämlich nicht Montreal ist, sondern Los Angeles. Ja, Los Angeles und Seattle. In der Premium Economy für 40.000 Prämienmeilen plus Zuzahlung für Steuern und Gebühren als Hin- und Rückflug im Buchungszeitraum 1.12. bis 31.12., 15.03. bis 13. bis 30. April. Da muss ich mir was trinken. 30. April 2023. Jetzt machen wir es ganz spannend, was es in der Business Class gibt. Ja. In der Business Class gibt es. Mach nochmal spannend. Tel Aviv, Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 1.12. bis 31.12. 2022 Reisezeitraum 15.03. bis 30.04. 40.000 Prämienmeilen. Geiles Ziel, oder? Tel Aviv finde ich cool. Bilbao, 25.000 Prämienmeilen. 15.01. bis 28.02. Reisezeitraum, genau wie bei Berlin. Und 20.000 Meilen für Berlin, 25.000 für Bilbao. Jetzt sagt er, da muss da noch was Geileres kommen. Ja. Mexico City, 60.000 Meilen. Buchbar bis 31.12. Ganz wichtig, ab heute. Bucht relativ schnell, weil das natürlich vergriffen sein wird, auch schnell, weil Mexiko schon ein geiles Ziel ist. Und 15.03. bis 30. April Reisezeitraum. 60.000 Meilen plus Gebühren. Wer da nicht fliegt, ist selber schuld. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und der heutigen Folge. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, aber auch eine Kanalmitgliedschaft. Würde mich drüber freuen. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und in alter Frische, eventuell heute Abend zu einem Special, wenn ich wieder in meinem Studio hier bin, wenn ich aus Berlin zurückkomme oder morgen. Also ich freue mich, euch zu sehen, vielleicht auch irgendwann mal live auf einem der Stammtische. Also danke und bis dann. Ciao.